Hallo Leute, ich grüße euch zum Jason zockt Fußball Manager Season 18. Ja, mal gucken, was hier los ist. Steht bald wieder ein neues Spiel an, irgendwann in einer guten Stunde in dem Dreh. Wir gucken gleich mal. Mal gucken, ob alles gut aufgestellt ist, alles trainiert ist und was es sonst noch so Neues gibt. Lass uns mal überraschen, ne? Ja, wenn ihr übrigens mal Fragen habt, bestimmte Anliegen, irgendwie einfach mal in die Kommentare schreiben. Wenn ich über irgendwelche bestimmten Geschichten mal ein Video machen soll, wo ihr nicht Bescheid wisst, ja, schreibt es einfach. Wir machen das dann, ne? So, wir gucken mal. Oh, in 19 Minuten 53, also nicht mehr 20 Minuten, geht das Spiel los, das nächste. Gegen Mühlberg. Aha, gucken wir mal, wo die stehen in der Tabelle. Mühlberg ist an 11. Position. Bis dato 14 Punkte, 22 Gegentore bekommen und 16 Tore geschossen. Ja, das ist also nicht ganz so kräftig, ne? Aber so viel besser sind wir da auch nicht. Wir haben 22 Punkte, 12 Gegentore und 27 Tore geschossen. Na, ist schon etwas besser, ne? Gucken wir mal. Sollte eigentlich machbar sein. Obwohl ich denke, ich habe vorhin schon einen Kader zusammengestellt, der sich auch aus jungen Spielern zusammensetzt, die einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln müssen. Da könnte es natürlich auch mal knapp werden, ne? Beim schwächeren Gegner. Gucken wir einfach mal rein. Aufstellung. Ja, doch, ja. Also im Sturm eigentlich schon recht kräftig aufgestellt. Mittelfeld eigentlich auch ganz gut. Nicht so extrem, aber es geht. Verteidigung auch nicht so schlecht. Der Torwart ist natürlich wirklich ein Jüngling. Aber der muss ja auch mal Erfahrung sammeln, ne? Tja, gucken wir mal. Wir haben also nur einen Rollenskill drin. Der Stürmer mit der Eckstoß, mit dem Eckstoß. Den haben wir, glaube ich, auch gesetzt. Ja, der ist gesetzt. Taktik. Haben wir Seiten, greifen aber die rechte an, weil rechts haben wir den guten rechten Flügel. Links etwas schwächer, also nehmen wir einfach mal die rechte Seite. Durch die Mitte wollen wir jetzt nicht und linke Seite auch nicht. So Abwehr. Hohes Pressing, ja, also ich denke mal, der Gegner ist nicht so stark, da können wir ruhig ordentlich drauf gehen. Möglichst früh stören. Und ein bisschen Unruhe stiften. Ja, gucken wir mal, ob das klappt. Angriff, direktes Spiel, direkte Pässe in die Spitze. Wir haben eigentlich eine ganz gute Spitze, also machen wir das mal. Und Passspiel, lange Pässe, das Mittelfeld etwas überspielen. Ja, bleiben wir dabei. Ja, wir bleiben einfach mal bei. Wir lassen das einfach mal so und probieren mal, wie es ausgeht. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ersatzspieler sind auch da. Alles okay, soweit. So, Training, Teamtraining. Sieht eigentlich auch alles ganz gut aus. Alle weit über dem Balken, der nötig ist, um die Skills freizuschalten, um die Fähigkeiten freizuschalten. Wir können ja mal in der Ausdauer ein kleines Training starten. Ausdauer ist immer gut. Die Spieler verletzen sich weniger, wenn sie gut trainiert sind in der Ausdauer. Und werden nicht so schnell müde halt. Ne, müden nicht so schnell. Das ist schon gar nicht schlecht, dass man das voll durchtrainiert. Lassen wir mal laufen. Gucken wir mal. So, was haben wir noch? Spielertraining war, glaube ich, durch. Ja, da müssen wir warten auf das nächste, also nach dem Spiel. Da können wir wieder trainieren. Teamdynamik. Sieht alles ganz gut aus, bis auf die Legende, die mir noch fehlt, aber nicht mehr lange. Zwei Legenden sind gerade am Ranreifen. Die werden bald soweit sein. Spätestens in der nächsten Saison. Kapitän fehlt uns auch noch. Kriegen wir auch noch hin. Vier Spieler im Nachwuchs. Ja, da können wir wieder was tun. Das kann ich dir gleich mal zeigen. Das haben wir letztes Mal noch nicht gehabt, aber alles schon gesetzt. Also, wir haben da die Tabelle mit den Spielern. Wie ihr seht, die Positionen sind schon freigeschaltet. Verteidiger, Angriff, Angriff, Verteidiger. Unten beim letzten Verteidiger fehlt uns noch die Stärke und das Talent.
Das können wir immer freischalten, indem wir so ein Auge darüber ziehen. Im Moment haben wir keins dabei. Mittelfeld, Verteidigung. Mittelfeld haben wir nicht, das ist ein schwarzes Symbol, das ist immer das Beste. Die goldenen sind die zweitbesten, die silbernen dann die drittbesten. Passt mir aber jetzt nicht so gut. Wir werden einfach mal neue wählen. Ja, Verteidiger ein, immer noch ein Mittelfeld und zweimal ein Auge. Ist auch nicht so optimal. Noch einmal. Es kostet jedes Mal übrigens 3 Coins, ne? Wie man sieht. Das sieht besser aus. Das nehmen wir. Also das Auge, das ist dafür da, um die Fähigkeiten oder die Stärke oder überhaupt die Position des Spielers sichtbar zu machen. Ziehen wir mal runter. Hier unten auf unser Verteidiger. Und man sieht ja da, momentane Stärke 22 bis 42, irgendwo dazwischen. Und Potenzial mit einem Stern im Moment, ne? So, dann nehmen wir mal, was haben wir noch? Angriff haben wir zweimal, das ist sehr schön. Einmal Gold. Gold nehmen wir mal, da oben, wo schon zwei Sterne sind. Und da. Ja, hat sie nicht viel getan, lassen wir erstmal so. Nochmal Angriff darunter. Ja, ist auch nicht so viel passiert. Da müsst ihr also mehrere Male arbeiten. Das geht, also dauert eine ganze Weile. Also im Schnitt, ich denke mal so 7, 8 Symbole muss man schon rüberziehen. Je nachdem, wenn man natürlich Schwarze erwischt, dann geht das schneller. Aber es dauert halt eine Weile und ihr müsst zwischendurch natürlich auch dieses Symbol hier. Ja. Das ist dafür da, um ein Gespräch zu führen. Das heißt also, wenn der Spieler hier hinten in der Loyalität sinkt, auf 1, dann ist er beim nächsten Mal weg, bei der nächsten Umstellung. Hier oben läuft eine Uhr ab, da. Mit 7 Stunden 13 im Moment. In 7 Stunden wird also wieder die nächste Runde freigeschaltet. Also dann kommt wieder neue Symbole und die Loyalität wird eine Stufe runtergezählt. Wenn jetzt also auf 1 steht, ist er beim nächsten Mal weg. Dann ist er verschwunden aus der Akademie und der kann man auch nicht wiederholen weg. Also immer darauf achten, wenn die Leute da absinken und ihr möchtet den behalten, mit so einem Symbol, könnt ihr den ja, wieder geduldig machen. Ne? Wir brauchen das jetzt aber noch nicht. Wir nehmen den Verteidiger, den goldenen, und ziehen ihn hier oben hin. Ja, und wir sind ein Stück weiter gegangen. Naja. Gut, warten wir mal ab. Bis zum nächsten Mal. Hier könnt ihr wirklich junge, gute Talente nachbekommen. Dann trainieren. Einfach ohne wenig Geld. Mit wenig Geld tolle Spieler zu kriegen. Das ist die beste Möglichkeit. Ne? Darum auch unbedingt die Akademie gut ausbauen. Bei mir ist das so, ich habe die Gebäude ja ausgebaut nach Geldverhältnissen. Das Stadion ist bei mir noch auf Level 4, noch ziemlich niedrig. Das Trainingszentrum ist auf Level 6 und am höchsten ist die Akademie mit Level 9. Die baut gerade auf Level 10 aus, dauert noch 3 Tage und 2 Stunden. Weil die Akademie ist für mich das Wichtigste. Bringt gute Nachwuchsspieler, die man sonst teuer kaufen muss, und das ist das Ideal. Ne? Die Clubzentrale muss natürlich immer mit ausgebaut werden, also nur den Level der Clubzentrale können auch die anderen Gebäude erreichen. Ne? Bei mir ist die auf 10, deswegen kann ich jetzt die Akademie von 9 auf 10 ausbauen. Ne? Jo, ist eigentlich wichtig. Jetzt gucken wir mal. Wie lange es noch dauert. 11 Minuten 48. Ja. Können wir nochmal die Spieler durchgucken? Ich sortiere die jetzt mal nach Alter. Da könnt ihr sehen, dass ich wirklich viele junge Spieler habe. Ne? Die sind im Talent so meistens zwischen 3,5 bis 4 Sterne. Das sollte auch sein, unter dem, zumindest wenn ihr nicht mehr in der vierten Liga spielt, sondern schon ein bisschen aufgestiegen seid, dann auf jeden Fall 3,5 bis 4 Sterne Minimum. Einfach um die später auch mal wieder loszuwerden, wenn ihr sie verkaufen wollt, nicht braucht und überschüssig habt. Dann könnt ihr sie auf dem Transfermarkt anbieten, wenn sie in der Stärke über 60 sind. Und da sollten sie wenigstens 3,5 bis 4 Sterne haben, ne? Sonst bringt das gar nichts. So kauft ihr euch die niemand ab. Ja, mal gucken wir mal durch. Jo, der ist noch bei Stärke 55 plus 4, also 55 ist die reale Stärke. Die zählt übrigens auf dem Transfermarkt. Diese plus 4, die zählt da nicht zu. Ne? Die ist zwar im Game, im Spiel, ist das in dem Fall eine 59, aber auf dem Transfermarkt gilt er als 55. Ne?
Skills sind schon relativ weit freigeschaltet bei ihm. Also er wird wohl auch nicht so stark werden, wie ich das denke. Der ist auf 43 plus 4, da müssen wir noch viel tun. Das dauert noch eine ganze Weile. Hat aber jetzt schon einen Marktwert von 4 Millionen. Woran das bei ihm liegt, kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen. Normalerweise erhöht sich dieser Marktwert mit der Stärke enorm. Er ist also noch sehr schwach, hat aber jetzt schon 4 Millionen Marktwert. Tja, da müssen wir mal schauen. Der scheint also viel Potenzial zu haben. Der ist wohl Stärke 57, ist ein Jahr älter und hat einen Marktwert von 2,5 Millionen. Allerdings auch bloß 3,5 Sterne gegenüber 4 Sterne vorher. Das ist also ein ganz schöner Unterschied teilweise. 2 Millionen Marktwert, 19 Jahre. Ja, hat auch noch eine Menge Potenzial noch. Das sind also die Spieler, die ich am meisten trainiere im Moment. Alle, die unter 60 liegen. Um halt diese erstmal auf Marktwert zu bekommen, auf Marktfähigkeit zu bekommen. Falls ich sie nicht brauche, kann ich sie verkaufen und kann mir damit vielleicht wieder andere neue interessante Spieler kaufen. Schauen wir mal. Ja, Moment, warte ich eigentlich. Ich sortiere hier mal anders durch. Moment. Auf ihn hier. Linker Verteidiger. Ja, Quatsch, linker Flügel. Der Jute Wolf. Er ist bald legendär, ist 23 Jahre erst. Kostet dementsprechend auch bis 84 Millionen. Das ist ja etwas teurer. Hat eine Ingame-Stärke von 91. Alle Skills freigeschaltet, bis auf die Legende. Die ist fast fertig. Das dauert nicht mehr lange. Dann habe ich auch meinen gesuchten legendären Spieler im Team. Übrigens muss der nur im Team sein und nicht unbedingt aufgestellt, um zu zählen. Das reicht völlig aus, wenn er im Team ist. Ne? Kapitän genauso, der muss nicht aufgestellt sein. Hauptsache er ist im Team. Dann wird er auch mitgezählt. Ne? Ja, der ist eigentlich mal sehr interessant. Und dann haben wir noch, wir gucken mal nach Talentstärke. Jennen, nicht? Jennen auch nicht. Jennen, genau. Den zentralen Mittelfeld. Schau das Sherlock. Der ist auch schon fast Legende. Da fehlt auch nicht mehr viel. Aber jetzt ist er auch schon 29. Ne? Deswegen hat er bloß 11 Millionen Marktwert. Naja, gucken wir mal. Aber brauchbar ist auf jeden Fall. Gut. Jetzt erstmal soweit alles getan, denke ich. Ausstellung haben wir durch. Könnt ihr mal in die Transferliste nochmal reinschauen. Da ist interessantes bei. 80 Spieler momentan auf dem Markt. Ich sortiere gleich mal nach Alter. Ich nehme die Jüngsten erstmal zuerst. Denn ich habe kein Interesse an den älteren Spielern. Defensives Mittelfeld. Der wäre schon mal interessant. 25 Jahre, das geht noch. Hat 4 Sterne, ist fast durchtrainiert, aber kostet auch schon 68 Millionen. Ne? Der erste Skill hier, der ist offensives Mittelfeld. Das ist einer der Skills, die ich fast nie bekomme. Offensives Mittelfeld, defensives Mittelfeld, die fehlen mir meistens komischerweise. Ich weiß nicht, ob es am System liegt oder einfach, dass ich einfach Pech habe. Aber mir fehlen einfach manche Skills bei den Spielern, die immer als erster Stelle stehen und die ich einfach nicht bekomme und dadurch den Rest auch nicht weiterentwickeln kann. Man kann die anderen Skills nur freischalten, wenn der erste und dann der zweite und dann der dritte und dann der vierte die Reihenfolge halt. Ne? Das geht nicht zwischendurch irgendwie. Ja, interessant ist das schon, aber 68 Millionen für 4 Sterne. Und der will mindestens, denke ich mal, 80 haben für den. Ich überlege, ob der brauchbar ist für uns. 25 Jahre. 4 Sterne. Nee, eigentlich nicht. Wir lassen den mal. Der ist linker Flügel. Linker Flügel sind wir sehr gut sortiert. Brauchen wir nicht. Wäre sonst auch interessant mit 89er Stärke. Ja, das wird schon wieder zu altern bald. Es sind auch keine wirklichen Talente dabei mit 5 Sternen, die ich eigentlich suche. Weiter gucken hier.
Nein, 1 plus 4. Torwart, ja, vielleicht noch interessant, um 26 Jahren, 44 Millionen. Innenverteidiger, rechter Verteidiger, Kopfballspieler, Teamspieler, 7 Millionen Gehalt. Wer nur wechselt, wird er bestimmt 8 Millionen sehen wollen. Kostet 44 Millionen. Wäre eine Möglichkeit. Torwart sieht bei mir nicht allzu gut aus. Ich werde mal einen Vorschlag machen. Entweder geht er darauf ein oder nicht. Ich biete mal 10 Millionen mehr. Abschicken. Angebot wurde verschickt. Wunderbar. Können wir nur noch warten, was das draus wird. Innenverteidiger 28 mehr zu alt. Jena. Sonst nicht schlecht. Eckstoßskill, ja, aber ist mir zu alt mit 28, ehrlich gesagt. Torwart nochmal 28, ist mir auch zu alt. Selbe Skills ungefähr. 26 rechter Flügel. Nee, nicht wirklich. Ja, 25 defensives Mittelfeld. Elfmeterskill ist nicht schlecht. 68 Millionen. Puh. Ich weiß nicht. 68 Millionen. 87er Stärke. Und ich denke, der wird durchtrainiert sein. Der wird nicht mehr viel machbar sein. Die Skills sind alle freigeschaltet, also sind sie möglich. Nee, lassen wir die Finger von. Rechter Verteidiger 31, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Kein Seniorenheim. Ist ja mal ganz gut, aber ich möchte wirklich möglichst junge Spieler haben. Aber jetzt noch eine günstige Lücke füllen will, das muss man günstig machen, wenn man nicht viel Geld hat. Dann kann man natürlich auf so einen älteren Spieler zurückgreifen, ohne weiteres, keine Frage. Die mache auch ihr Spiel. Aber es ist halt alles kurzfristig, hält da nicht lange und es ist nicht mein Ding, nein. Ein Schluck Kaffee zwischendurch. Ja. 24 defensives Mittelfeld, das muss 3,5, den wollen wir nicht. Nö, das war's eigentlich. Mehr interessiert mich hier nicht. Gut, Live-Match in 2 Minuten 35. Warten wir noch kurz, das können wir uns noch zusammen angucken. Gucken, ob die Ausstellung was gebracht hat. Null neue Nachrichten bis jetzt, noch keine Antwort für unseren Torwart, den wir jetzt, wo wir ein Gebot gemacht haben. Wollen wir mal schauen. Greife jetzt an. Ja, ist natürlich Werbung hier. Ich tippe mal rauf. Da könnt ihr jetzt natürlich Coins kaufen, zum Beispiel. Ihr könnt natürlich auch. Ja, warte mal. Wir gucken mal da. Ihr könnt das Budget erhöhen. Da gibt es dann für 9,99 45 Millionen Ingame-Geld, für 4,99 20 Millionen oder für 19,99 100 Millionen. Ne? Ja, kann man machen, muss man nicht. Ab und zu mache ich es auch, aber halt wirklich nur in Ausnahmefällen. Hier könnt ihr Packs kaufen, da sind die ganzen Skills drin, ne? Die ihr braucht, um den Spieler für andere Positionen freizuschalten und aufzuleveln. Da könnt ihr diverse Pakete kaufen. Da gibt es einmal die Standardpakete, die silbernen, die Basic Packs. Dann gibt es die Pro Packs, da sind immer noch bessere Sachen drin. Und wenn ihr ganz viel kauft, dann gibt es einen Elite Pack dazu. Da könnt ihr sogar Glück haben. Ich hatte bis jetzt noch keins, dass da ein Megatalent drin ist. Also meinetwegen Spieler, 18 Jahre, 5 Sterne, Stärke 85 schon grundsätzlich von Anfang an. Das kann passieren, aber 10 Packs kosten auch 1000 Münzen. Gehen wir rauf. Die würden euch dann kosten
Ja, Minimum müsst ihr ausgeben für 1999, ne? Ja. Naja, muss man selber entscheiden. Gut, Live-Match müsste gleich losgehen. 24 Sekunden. Schauen wir uns das mal zusammen an. Ja, ich bin jetzt auf dem sechsten Platz. Ich möchte eigentlich auch noch nicht viel besser werden. Also auf dem dritten Platz möchte ich nicht. Oder auf zweiten, ersten. Ich möchte nicht aussteigen in die erste Liga. Dazu ist die Mannschaft einfach noch zu schwach. Das bringt dann bloß Frust bei den Spielern, wenn man da ständig verliert. Kein Aufbau, nichts. Das Läufmatch geht los. Ich tippe mal an. Also bleibe ich lieber noch in der zweiten Liga. Tipp, ein Tipp. Ja, wir hoffen mal zu gewinnen. Wir tippen einfach mal ein 2-1. Wenn man hier richtig tippt, kriegt man ein paar mehr Coins zum Schluss, wenn man das Spiel abschließt. Wenn nicht, dann halt 10. 10 Coins kriegt man immer. So war es, glaube ich, ja genau. Neue Nachricht, da gucken wir uns nachher an. Da geht es bestimmt um den Spieler, um das Torwart, den wir haben wollen. Oh, der Gegenspieler tippt anscheinend nicht, wie es aussieht. Warten wir mal ab, ne wahr? Und gleich geht's ins nächste Menü. Ja. Ja, doch, wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen bessere Spieler, glaube ich. Naja, obwohl nicht so viel besser und anderes System. Da können wir Glück haben, dass wir es vielleicht schaffen. Aber das ist noch nicht sicher. Schauen wir mal. Spielstärke. Ja, wir haben natürlich ordentlich Übergewicht. Der hat nicht trainiert, keine Taktik, kein Skill. Das sollte eigentlich klappen, normalerweise. Und los geht's. Ich mache hier mal ein bisschen leiser, weil ich selber, das ist ganz schön laut, wie ich höre. Sonst hört ihr mich nicht mehr. Schauen wir mal. Die Minuten da oben laufen ziemlich schnell durch, 20. Minute schon. Freistoß Mühlberg. Mal gucken, ob sie was draus machen. Ne, daneben. Keine Chance für Mühlberg. Mal gucken, wie es wird. Angriff. Oh, ja. Freistoß Hertha. Mal gucken, ob wir was draus machen können. Und dann. Nein, auch daneben. Eine Ecke wäre besser gewesen. Wir haben einen Ex-Skill drin und bei dem Ex-Skill ist die Chance auf ein Tor natürlich deutlich erhöht. Mal gucken, ob wir noch Glück haben. Eckstoß Hertha, da geht's schon los. Das könnte eins werden. Schauen wir mal. Eine Ecke und. Nein, hat er gehalten. Gut, wieder nichts. Weiter geht's. Freistoß Hertha. Scheint eine ziemlich rabiate Mannschaft zu sein. Jetzt ist das Tor da. Jubel. 38. Minute 1-0. Na bitte. Das geht ja schon mal. Und weiter geht's im Takt. Gelbe Karte Hertha. Ui. Naja, kommt vor. Nicht so schlimm. Ist die erste. Angriff Hertha. Schöner langer Pass, ja. Und eine vom Tor und daneben. Naja, hätte ja klappen können. Wieder Angriff Hertha. Also wir sind schon irgendwo im Übergewicht, das merkt man schon an den häufigen Angriffen. Und diesmal, ja, Tor 2-0. 60. Minute. Und das Publikum jubelt. Gelbe Karte, Kop, 66. Minute. Ui, ui, ui. Ja, Freistoß Mühlberg. Mal schauen.
Oh, verdeckter Schuss, aber er hat gehalten. Wunderbar. Ja, unser Jungtalent im Tor scheint doch ganz gut zu sein. Bis jetzt zu null. Schauen wir mal. Angriff Hertha und Tor. 3-0. Wunderbar. Gut, unser Tipp ist schon mal vorbei. Wir haben 2-1 getippt gehabt. Jetzt sind wir bei 3-0. Kann also nicht mehr klappen. Aber gut, wurscht. Nicht so wichtig. Schon wieder Angriff Hertha. Es wird die Übermacht aber doch deutlich. Und daneben bleibt bei 3-0. So, 85. Minute gleich, sind gleich zu Ende. Gelbe Karte Mühlberg, Biedermann, 86. Minute. Und Abpfiff. Ja, 3-0 gewonnen. 7 Angriffe zu 2 Angriffen, puh, Ballbesitz 73%, Zweikampf 59% gewonnen, Passquote 88%, das sieht doch ganz gut aus. Also, wir bekommen Ticketeinnahmen 1,5 Millionen und Tippgewinn 10 Coins, weil wir halt daneben getippt haben. Das reicht, egal. Einsammeln. So. Ja, gut, Leute. Das war es dann erstmal für heute. Ich denke, nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Live-Play. Ach so, ja, wir gucken nur schnell nach der Nachricht, ja. Im Transfer war das. Angebot nachbessern, abgelehnt. Ja, jawohl, der will also mehr. Wir hatten geboten 54 Millionen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee. Nee, wir lassen das. Das wollen wir nicht. Soll man behalten? Ach Gott, wir werden diesmal ablehnen, das habe ich umsonst drauf wartet. Abbrechen. Ja. Gut. Okay, Leute, dann war es das für heute. Ich melde mich wieder, mit Sicherheit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.